Bei Gabriel Kelly hätt's Knacks gemacht. Es gibt Tage, an denen steht man mit dem falschen Fuß auf. Und bricht sich dann später noch einen. So wie Kelly Family Spross Gabriel Kelly, 20, der sich durch ein fatales Missgeschick übel verletzt hat. So hat der Kelly Spross sich den Fuß gebrochen. Ein unheilvoller Frühabend in Berlin-Lichtenberg. Noch nicht ahnend, welche Autsch-Tragödie sich wenig später abspielen würde, vergnügte sich der Sohn von Angelo Kelly, 39, sportelnd mit einem Kumpel. Basketball, Mann gegen Mann. Zwar kommt's dabei sehr auf gute Würfe und tolle Armarbeit an, aber funktionierende Füße sind bei dem Sport auch nicht verkehrt. Das musste Gabriel, der erfolgreicher Rapper werden will, kurz drauf feststellen. Ein verfehlter Korbwurf des Kumpels, sein Kontrahent, der sich den Ball schnappt, und ein laut knackender Fuß. Offenbar kam Gabriel im Spiel falsch auf, stürzte hin, und bat den Kollegen um eine kurze Auszeit. Statt Fortsetzung folgte allerdings der Spielabbruch. Da glaubte der Sportsfreund immer noch an etwas nicht so Wildes, maximal an eine Überdehnung. Vom Basketballfeld ging's dann ab ins Krankenhaus. Ergebnis nach dem Röntgen, Fuß gebrochen, Gips. Den Gips wird Gabriel wohl oder übel auch beim Videodreh für seine neue Single tragen müssen. Wobei, kommt ja vielleicht auch ganz cool und gangstermäßig.